Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem Unboxing der anderen Art. Ich habe nämlich ein Wichtelpaket bekommen. Ich habe mit einer Gruppe Bookstagrammern, nenne ich es jetzt einfach mal, einer Gruppe buchbegeisterter Mädels eine Wichtelrunde gemacht, die von der Jana organisiert wurde und habe... Gerade als ich mein Setting hier wieder abbauen wollte, Besuch von meinem Briefträger bekommen und der hat mir das hier in die Hand gedrückt, beziehungsweise das war mein DHL-Mann. Ich bin schon mega gespannt, was da drin ist. Wir durften nämlich nur so einen Steckbrief ausfüllen mit ein paar Facts über uns und durften halt so eine Sache reinschreiben, die wir nicht mögen oder was am liebsten nicht so drin sein sollte. Mein Wichtel sagte kein Harry Potter Merch. Das hat mir mein Herz gebrochen. Aber ja, dafür habe ich ganz, ganz viel von Gilmore Girls mit reingemacht, weil ich in ihrem Profil gestalkt habe und habe gesehen, dass sie Gilmore Girls mag. Ja. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll nämlich um mein Paket gehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was da drin ist. Ich habe ihr nämlich meine Amazon-Wunschliste geschickt, anstatt einfach ein paar Bücher aufzuzählen, welche drin sein dürften. Also wir durften uns ein Buch eigentlich aussuchen, was drin ist oder halt mehrere Vorschläge schicken. Ich habe ihr einfach meine Amazon-Wunschliste geschickt, weil ich dachte, dann kriegt sie auch so einen Einblick über mich, weil da sind halt auch noch andere Sachen drauf, die mir gefallen und hat dann vielleicht auch eine Idee, was außenrum noch gebaut werden kann als Fandom. War das jetzt kompliziert? Ja, war's. Ich würde sagen, ich habe hier meine Schere. Ich mache jetzt einfach jetzt ganz grob, weil ich absolut kein Talent im Aufreißen von Paketen habe. Ich reiße grundsätzlich an der falschen Stelle auf. So. Oh. Sogar die Verpackung ist schon ein Geschenk. Wie cool ist das denn? Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen. Ich habe eine alte Chest of Fandoms Box genommen. Guck mal, wie cool das ist. So ein Aktenkisten-Sortierdings mit. Guck mal, das glitzert sogar golden. Das schimmert golden. Schimmert, nicht glitzert. Ja. Sagen, ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Machen wir es wie beim Unboxing von meinen Buchboxen. Ich mache das nur so ein bisschen auf. Da ist auch so ganz viel Geklitter, geschreddertes Material drin. Ich fange einfach vorne an und kämpfe mich dann durch. Oh, da ist irgendwie. Die habe ich früher als Kind so gern gegessen. Kennt ihr diese Trolley-Burger noch? Tada! Ich weiß, wer den nachher isst. Ich liebe es. So, also hier ist jetzt was Großes Grünes. Oh nein, ich glaube, das gehört zusammen. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich mehrere Sachen mit rausgezogen habe. Oh Gott, hier ist ganz viel Konfetti drin. Ach ja, ich freue mich. Ich werde gleich staubsaugen dürfen. So, ich versuche jetzt das Konfetti hier... Okay, das geht nicht. Ich lebe jetzt einfach, damit das hier überall Konfetti liegt. Oh, wie cool ist das denn? Jan hat mich nämlich noch extra fragen lassen, ob ich auf Marvel stehe. Ein Marvel-Guss... Also ich gehe mal davon aus, das ist eine Silikonform oder eine Plastikform, wo man gießen kann. 5 Farben, 5 Bürsten. Aha, das ist wahrscheinlich so eine... Wieder was... Gipsform, genau. Oh, wie cool. Da werde ich mir direkt einen Captain machen. Da könnte ich ja ein DIY draus machen. Für euch. Butterfly Great Studio. Das ist ein Schlüsselanhänger, wenn ich das jetzt richtig sehe. Warte, ich pack's mal aus. Lesezeichen, Buchseitenhalter und mehr für Bücherwürmer. Oh nein, es hängt in der Verpackung. Guck mal, das ist eine Teekanne. Also so soll es wahrscheinlich ins, mein Gesicht. So soll es wahrscheinlich im Gesamten aussehen. Ist das niedlich. Da könnte ich meinen Briefkastenschlüssel dran machen. Den suche ich nämlich immer in meinem... meiner Handtasche. Smarties. Ja, bin ich auch ein Fan von.
ein sehr großer Fan von. Oh Gott, hier sieht's aus. Ich zeige euch gleich mal meinen Boden. Das ist einfach for you. Oh, da ist ganz viel Kleinkram drin. Und Konfetti. Wer hätte es gedacht? So. Suchen wir jetzt hier. März. Also es ist von Buchmädchen. Ein Lesezeichen für den März. Sailor Moon. Ich sehe es schon. Auch alles von Buchmädchen. Morgenstern. The promise that couldn't keep. Also das sieht aus, als wäre das jetzt so Werbepostkarte für ein Roman. Ja, mit... ich sehe schon. Mit Zitatkarten noch hinten dran. Das ist cool. Die gab es wohl. Keine Ahnung, ob sie den Autor, die Autorin kennt. Ob sie das selbst bekommen hat. Battle or Die. Sagt mir jetzt nichts. Wenn ihr wisst, zu welchem Fandom das gehört, könnt ihr was gerne sagen. Vielleicht ist es auch zu Morgensterns Buch. I don't know. Noch mehr drin. Buch. App ins Buchglück. Ah, von Hugendubel. Was ist das denn? Ein Display Cleaner. Das ist gut. Das ist gut so. Nice to have. Ist noch so ein Stern. So ein Schmetterling. Ich habe noch keine Ahnung, wie das zusammengehört. Ob das zusammengehört. Noch mehr Schmetterlingsflügel und ein Herz. Ich weiß nicht, wie das zusammengehört gerade. Spotlight. Ein Haargummi. Also kennt ihr diese? Diese Haargummi-Armbänder? Das hier mal an. Das sind diese Haargummis, die man halt wie so ein Festivalbändchen am Arm haben kann. Ich bin überall verglitzert jetzt. Ach, Maler wird sich gleich freuen, wenn die aufsteht. Books are mermaising. Oh, das ist auch süß. Ich bin ja so ein Schildkröten-Fan. Ach, wie niedlich. Ein Riesen-Tic-Tac. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich Tic-Tacs sind, die man essen kann. Und ein Gummibärchenpin. Also hier war so eine bunte Tüte mit Krimskrams. Das sieht aus wie Tattoos, würde ich jetzt mal behaupten. Oder Sticker. Das werde ich nochmal nachfragen bei meinem Wichtel. Smetterling. Ich bin ja eigentlich kein so Schmetterling-Fan, aber die sind ganz niedlich. So. Hier ist noch ein Lollipop. Lollipop. Oh, das sind Ohrringe, würde ich behaupten. Warte mal. Ich krieg's nicht auf. So, nein, doch. Es sind, ist das niedlich, so Perlenohrringe mit passender Kette. Silber ist sehr gut. Ich habe zwar heute schwarz an und Silber, aber Silber ist immer gut. Könnte man ja tatsächlich auch mal für was Schickeres dann anziehen, wenn die zusammengehören. Oder? Was meint ihr? Hier sind noch Holzschmetterlinge drin. Ich finde hier die ganzen auch noch ein Holzschmetterling. Ah, guck mal. Da ist auch das Buch, das ich... nicht angegeben habe, dass sie sich ausgesucht hat. Das stand auch auf meiner Amazon-Wunschliste. Senda und Ella. Auch da freue ich mich. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch kein Buch aus dem One-Verlag. Oder gerade erst eins. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich eins bestellt hatte und dachte, ach, dann ist mein erstes Buch. Oder ob ich nur dachte, ich bestelle mir jetzt endlich mal eins, damit ich den Verlag mal kennenlerne. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Das freut mich. Ich kann euch mal kurz erzählen, um was es geht. Herzzerreißend und märchenhaft schön. Nach einem schweren Autounfall hat Ella ein Jahr voller OPs und Rehas hinter sich. Und nun muss sie auch noch zu ihrem Vater und dessen neuer Familie ziehen, die sie überhaupt nicht kennt.
Ella will nur eins, ihr altes Leben zurück. Deshalb beschließt sie, sich nach langer Zeit wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu melden. Er ist der Einzige, der sie wirklich versteht. Und obwohl sie ihn noch nie getroffen hat, ist Ella schon eine halbe Ewigkeit heimlich in ihn verliebt. Was sie nicht weiß, auch Cinder hat Gefühle für sie. Und er ist der angesagteste Schauspieler in ganz Hollywood. Klingt auf jeden Fall mega, mega cool und ich freue mich da auch schon richtig drauf. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, das war's jetzt auch. Oh nein, das war's doch noch nicht. Da ist noch ein Lutscher. Noch ein Lutscher und noch mehr Konfetti. Und hier ist noch. Gehe ich mal davon aus, dass es das jetzt war. Hier ist nämlich noch, keine Ahnung, was das ist. Sorry, dass ihr die ganze Zeit nur meine Rückansicht seht. Hier ist, keine Ahnung, wisst ihr, was das ist? Ich kann es gerade nicht deuten. Also hier, ah, doch, jetzt weiß ich's. Hier ist ein Puzzle drin. Ein 3D-Puzzle. Das ist anscheinend ein Ball, weil die Puzzleteile halt auch so gewölbt sind. Und das ist dann bestimmt dieser Penüppel, wo dann auf dem Tisch steht, wo der Ball dann drauf liegen kann. Meine Theorie. Ich verrate es euch gerne bei Instagram, wenn ich es aufgebaut habe. Ja, ich glaube, das war jetzt auch tatsächlich alles. Ich werde jetzt gleich mal hier das ganze Konfetti-Geschnipsel einsammeln gehen. Bevor die Kleine aufsteht und es isst. Zuzutrauen wäre es ihr. Ja. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank an mein Wichtel, an meine Wichtelfee. Danke an Jana für das Organisieren. War auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Paket. Ich habe noch nicht gefrühstückt, obwohl es jetzt schon 2 Uhr ist oder so. Ich werde mir jetzt einen Burger gönnen, glaube ich. Ich habe jetzt gerade, wo ich es gesehen habe, total Bock auf diesen blöden Burger. Ja, den werde ich jetzt essen. Nein, Lana, der ist nicht für dich, der ist für mich. Lana sitzt gerade hier neben mir. Und tippelt auf dem Laminat mich so an. Ja. Gut, das war's von mir. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was erzählen, sagen wollte. Nein, wollte ich nicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Genießt das Wetter. Ich hoffe, es ist genauso schön wie bei uns. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!